Die beiden superlustigen Geldautomaten-Visagen, Joko und Klaas, haben mal wieder einen ihrer tollen Scherze gemacht, dieses Mal allerdings auf unsere Kosten. Weil ihre Oma Violetta angeblich sowas wie ein Sidekick von Joko und Klaas aus Versehen von Gunther von Hagens plastiniert und in Scheiben geschnitten wurde, weil er sie für tot hielt, hat die Proletenredaktion der werbefinanzierten ProSieben Pipi Kaka Show Zirkus Halligalli unseren Sprecher William Cohn versucht abzuwerben. Ist kein Scherz, haben die wirklich gemacht. Also wirklich ohne Quatsch, haben hochkonspirativ bei William angefragt, ob er mal Probe arbeiten möchte. Ne? Einfach bei dir über Twitter angefragt. Haben sie vielleicht gesehen am Montag, William war tatsächlich in dieser furchtbaren ProSieben-Sendung. Aber jetzt kommt was, was Sie noch nicht gesehen haben. Und Joko und Klaas und die Damen und Herren von ProSieben und auch die Redaktion von Zirkus Halligalli nicht. Denn wenn die denken, mit ihrem Werbegeld können sie sich alles kaufen, da haben sie sich getäuscht. Denn wir waren den Privatfernsehfuzis natürlich von ihren Gebühren, Sie haben das verdient, liebe Gebührenzahler, natürlich einen Schritt voraus. Machen Sie sich bereit, meine Damen und Herren, für eine der spektakulärsten Geheimdienstoperationen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es ist Krieg. Wir sind alle ein bisschen paranoid. Wir dachten gerade, da läuft die Kamera. Letzte Woche hat mich Klaas Häufer Umlauf über eine Privatnachricht auf Twitter angefragt, ob ich Lust hätte, der neue Sidekick von Zirkus Halligalli auf ProSieben zu werden. Wenn Sie noch mal so lachen, wie Sie sonst beim Neo Magazin. Ich durfte jedoch Jan auf keinen Fall etwas davon sagen. Natürlich hast du sofort Bescheid gesagt, denn zwischen uns beide passt kein Blatt. Ja, die klauen nicht nur unsere Ideen, unsere Witze, unseren smoothen öffentlich-rechtlichen Style. Die gehen an unser Personal ran und da habe ich direkt gewusst, jetzt wird's ernst. Leider. Es ist bedauerlich, aber sie haben es nicht anders gewollt. Guck mal, da ist auch eine Da auch. Da auch. Als wir mitbekommen haben, dass Klaas und Joko William angefragt haben, haben wir schon überlegt, können wir William in die Höhle des Löwen schicken? Ist das okay? Aber ich habe dann letztlich entschieden, die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, wie es hinter den Kulissen des Privatfernsehens zugeht. Hier ist die Kamera. Super. Ja, wir hatten 4 versteckte Kameras, 2 an einem Mitarbeiter Yassin. So, das ist doch mal ein Studio hier. Ein extrem qualifizierter Mitarbeiter und ja, der mit der größten Erfahrung im Feld. Ja, also Kampferfahrung, Militär meinen Sie? Ja. Können Sie drüber sprechen? Darf ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht machen. Wie heißt der Große? Joko. Und der Kleine war noch nicht da, der ist später gekommen. Da ist er. Oh, hallo, hallo, Yassin. Er hat einem auch die Hand gegeben, die war so ein bisschen schmierig. William war sehr aufgeregt, weil er 10 Minuten zu spät war. Es ist 11.37 Uhr. Um 11.30 Uhr waren die Proben angesetzt. Ja, es ist mir doch scheißegal, ob wir Mittag essen. Und du hast das Gefühl, jemand könnte dir jede Sekunde in den Rücken stechen, wenn du dich nicht umdrehst. Ich habe mich beobachtet gefühlt, ich habe mich eingeengt gefühlt, obwohl das so groß ist. Das ist Backstage. Hi. Ja, die Toilette suche ich. Am besten hier in die Foyer. Einmal durch in die zweite Tür. Ganz hinten, ja. Brigade General Yassin Schaller, der Chef des Neo Magazin Geheimdienstes. Schön, dass Sie da sind. Ja, zum allerersten Mal hat ein Fernsehteam objektiv dokumentiert, wie es hinter den Kulissen dieser, ja, muss man sagen, werbefinanzierten Proletenshow abgeht. Was war Ihr Eindruck vor Ort? Wie war da die Stimmung? Ja, ich habe schon viel in meinem Leben gesehen. Ich bin selber Ausländer und ich war auch schon im Ausland. Und das geht tatsächlich, das war wirklich eine der schrecklichsten Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Man hat das Gefühl, in Schlund der Huren von Babylon zu schauen. Mhm. Aber die schlechten Huren, nicht die. Wie sind Joko und Klaas privat, wenn die Kameras aus sind? Sie tun ja immer so zugänglich, ja. So scherzhaft, ja, witzig. Nix. Das ist, vor dem Bildschirm wirken die tatsächlich nett. Mhm. Aber da ist es alles nur Fassade. Du schaust in tote Augen. Von dem Kleinen. Das ist Klaas. Das waren tote Augen. Die anderen von den Großen, die waren Joko? Waren durchsichtig.
Ach, Wahnsinn. Man konnte also durchsehen und da war nichts. Die Leute, die haben Knopf im Ohr. Die haben Knopf im Ohr? Ja. Nicht im Ernst. Die haben einen Knopf im Ohr. Also muss man vielleicht kurz erklären, das sind so Hilfsmittel, mit denen Moderatoren, die wirklich überhaupt nichts können. Ja, genau. Sowas gibt's? Sowas gibt's, ja. So wie Marionetten gesteuert werden von ihren Hintermännern. Ja, irgendjemand gibt den Anweisungen oder die schlechten Witze sind noch nicht mal von denen. Das gibt's unglaublich. Das gibt's ja gar nicht. Und du musstest diesen Pullover tragen mit diesem furchtbaren Logo und sag mal, müssen wir gleich mal ganz kurz debranden. Das ist das Einzige, was ich behalten durfte. Du durfst die Nutten nicht behalten und das Koks nicht und auch das Geld nicht, oder was? Kein bisschen. Den scheiß fucking Pulli, wir debranden das gleich. Sind die fleischgewordenen Litfaßsäulen Joko und Klaas wirklich schlimmer als Hitler, meine Damen und Herren? Wer es bislang... Es ist so. Wir sind in Zeiten, ich sag mal so, zumindest einer verschärften Krise, da kann man mit Superlativen ruhig mal ein bisschen um sich schmeißen. Wer es bislang nicht geglaubt hat, den dürfte der zweite Teil deiner Reportage, Yassin, überzeugen und aufrütteln. So geht's hinter den Kulissen von Halligalli wirklich zu. Unglaublich, ich würde würgen, wenn ich es könnte. Furchtbar. Ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin. Furchtbar. Mir die Hände absichtlich nicht gewaschen, weil ich glaube, ich weiß nicht, was das für ein Wasser ist, was die da benutzen, ja? Hallo. Hi. Ich bin der Yassin. Hallo. Und dann hat der Klaas die Hand gegeben. Ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. Noch ekliger war eigentlich nur, als Klaas versucht hat, sich an William und Yassin ranzuschleimen. Ich wusste gar nicht, dass Klaas so ein Umarmer ist. Ja, die sind ja seit Jahren befreundet. So. Wir waren ja auch zusammen auf Tournee und was weiß ich. So. Wir kennen uns halt echt so. Ne? Also wir haben uns, ich glaube, praktisch ein, zwei Mal im Leben gesehen. Das ist völliger Quatsch, dass Klaas und ich befreundet sind. Ja, er wollte sozusagen seinen Freundlichkeitsschleim über uns alle ziehen, dass wir nur gut über die reden später. Ich musste da doch sehr versuchen, konzentriert mich meiner Aufgabe zu widmen. Wir brauchen Sie nicht die Stille überlachen, wir haben 300 Zuschauer, die lachen über Sie. Du hast das Spiel trotzdem mitgespielt? Selbstverständlich. Und bist nicht aufgeflogen da vor Ort? Bis jetzt zum Glück noch nicht. Ja, dann kam eine Ansage, wahrscheinlich über die Regie oder irgendeinen Kameramann. Ich habe mich da so unwohl gefühlt, das hat man mir wahrscheinlich angemerkt. Und dann kam der Joko, also der Kleinere, der kam auf mich zu und da wusste ich schon, irgendwas stimmt nicht. Wie so ein Wiesel ist er erstmal so drumherum gegangen. Klaas ist an Yassin vorbeigelaufen, persönlich. Er hat keine Mitarbeiter gehabt, es war kein Sicherheitstyp. Klaas selber ist da der Paranoide. Der Moderator läuft an verdächtigen Personen vorbei und kontrolliert die. Ob der das selber schnallt, wie paranoid das ist? Wir sind alle ein bisschen paranoid gerade. Wieso denn? Wir dachten gerade, da läuft die Kamera. Dann ging das verbal sehr, sehr heftig zur Sache und ich habe mich da wirklich unwohl gefühlt. Ja. Ja. Die Kamera? Darf ich mal gucken? Die läuft doch. Hier drinnen? Ja. Ja, die läuft doch nicht. Ja, der hat dann gesprochen und hat sehr viel gespuckt. Klaas? Der Kleinere von beiden. Pass mal auf. So unangenehme Situation jetzt. Nein, die Situation ist eigentlich ganz klar. Bist du da auch instrumentalisiert von dem Böhmermann? Der Größere kam dann rüber und hat sich also aufgepustet. Das ist angenehm, Herr Wissen. Der ganze Glück, wenn der mit dir spricht hier. Der hat mich tatsächlich dann gefragt, wo ich hingeschlagen werden möchte und hat mir gesagt, ins Gesicht. Ins Gesicht. Und dann hat er mich aber gegen das Schienbein getreten, mit der Picke. Leute, die sich so verhalten, haben natürlich was zu verbergen. Also eine Befriedigung ist es auf eine Art schon, dass die Leute jetzt mal sehen, wie die hinter den Kulissen drauf sind. Und dass man da echt mal offen zeigen konnte, was da so abgeht bei denen. Krass, einfach krass. Dies ist eine Botschaft an ProSieben, Joko und Klaas und die Redaktion von Zirkus Halligalli. Ihr wollt Krieg? Ihr wollt den Kampf Kommerzfernsehen gegen Qualitätsunterhaltung? Privat gegen öffentlich-rechtlich? ProSieben gegen ZDF? Dann bekommt ihr Krieg. Und er wird totaler und radikaler, als je ein Krieg im deutschen Fernsehen geführt wurde. Denn wir vom Neo-Magazin mit Jan Böhmermann haben einen entscheidenden Vorteil.
Uns ist die Quote scheißegal. Wir machen nicht Halt bei den Stars, Joko und Klaas. Es kann jeden von euch treffen. Auch dich, Halligalli-Redaktionsleiter Thomas Schmidt, Endemol-Produzent Arno Schneppenheim, Pro7-Redakteur Benedikt Nordmann, das gesamte Team, Jakob, Katharina, Benjamin, Jano, alle, auch Ansa, jeden Kameramann, jeden Kabelträger. Wenn ihr Krieg wollt, könnt ihr ihn haben. Und wenn ihr euch noch irgendwelche Hoffnungen macht, dieses Jahr den Grimme-Preis zu gewinnen, da kümmern wir uns auch drum. Wir machen euch fertig. Vor den Augen von bis zu 0,4% aller deutschen Fernsehzuschauer.